Hey, ich bin die Anna von Johansson und heute darf ich euch unser Lastenfahrrad aus KS vorstellen. Nun erstmal ein paar Eckdaten zum Fahrrad. Oskar ist mit einer speziellen Neigetechnologie ausgestattet. Diese macht das Fahrrad sehr wendig und besonders sicher. Außerdem verfügt Oskar über einen sehr engen Radstand, wodurch er durch jede normale Tür passt. Übrigens, auf Oskar kannst du bis zu 185 Kilo zuladen. Die speziell für Oskar entwickelte Neigetechnologie ermöglicht einen sehr engen Kurvenradius. Außerdem entsteht ein sehr natürliches Fahrgefühl, weil sich das Fahrrad mit in die Kurve legt. Die Neigetechnologie kannst du sperren, zum Beispiel zum Beladen, oder entsperren, um loszufahren. In der Neigetechnologie ist auch ein Dämpfer integriert. Dieser ermöglicht es, auch auf unebenen Straßen zu fahren, ohne große Erschütterungen wahrzunehmen. Wie auch unsere anderen Räder verfügt Oskar über ein modulares System. Das heißt, der Aufbau, der vorne auf dem Fahrrad verbaut ist, kann je nach deinen Bedürfnissen gewechselt werden. So passt sich Oskar perfekt an deine Ansprüche an. Unsere Aufbauten aus Holz sind mit einem speziellen Verfahren behandelt. Das Verfahren macht die Box absolut witterungsfest, wodurch auch eine Fahrt im Regen kein Problem ist. Für Oskar haben wir eine Vielzahl verschiedener Aufbauten entwickelt. Diese stellen wir dir in separaten Videos vor. In Oskar sind Brose-Motoren verbaut. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr leise sind. Dabei hast du die Wahl zwischen drei verschiedenen Modellen: Brose Drive C, T und S, mit jeweils 50, 70 oder 90 Newtonmeter. Wenn du viel mit leichter Beladung in der Stadt unterwegs bist, sollte dir der Brose Drive C reichen. Falls du aber überwiegend in steilem Gelände oder mit sehr viel Beladung fährst, würden wir dir einen stärkeren Motor empfehlen. Passend zum Brose Motor ist vorne am Lenker das dazugehörige Display verbaut. Unter dem Display findest du einen Schalthebel, über den du die Unterstützungsstufe einstellen kannst. Rechts darüber ist ein Knopf, um das Licht an- und auszuschalten. Im oberen rechten Eck findest du die Geschwindigkeitsanzeige und darüber den aktuellen Akkustand. Apropos Reichweite. An Oskar ist ein 522 Wattstunden Akku verbaut. Zusätzlich kann am Oberrohr ein zweiter Akku befestigt werden. Je nach Fahrweise kommst du so mit einer Akkuladung etwa bis zu 70 Kilometer weit. Den Akku kannst du ganz einfach entnehmen. Bei der Schaltung hast du die Wahl zwischen der Enviolo Cargo Nabenschaltung, bei der du stufenlos schalten kannst, und der Shimano Diode 10-Gang Kettenschaltung. Die wartungsarme Nabenschaltung kann auch im Stand geschalten werden und sogar bedingt unter Last. Die Kettenschaltung ist preisgünstig und sehr robust. Für noch mehr Sicherheit sorgt das Dreifach-Scheiben-Bremssystem. Das bedeutet, dass an jeder der eigens entwickelten Magnesiumfelgen eine hydraulische Scheibenbremse verbaut ist. Über einen Schalter kannst du diese feststellen, um das Rad vor dem Wegrollen zu sichern. Ein zusätzliches Feature von Oskar ist sein Atramvelo Gepäckträgersystem. Dies ist ein Schnellverschlusssystem, mit dem du Körbe oder ähnliches ganz einfach montieren und demontieren kannst. Das war's auch schon. Am besten testest du Oskar bei einer Probefahrt und lässt dich von deinem Fachhändler beraten. Natürlich kannst du auch gerne uns kontaktieren. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Hey da!